Ja, guten Abend. Wir sind Michael Korzenek und Marie-Florence. Wir treten zusammen als Duo auf, als Michi und Marie. Vielleicht kennen uns manche schon von Beus Talents. Und es ist auf jeden Fall eine sehr große Ehre, heute Abend die musikalische Begleitung sein zu dürfen. Und ja, wir freuen uns auf einen schönen Abend und wir hoffen, Ihnen gefällt es. Und dann fangen wir auch gleich mit unserem ersten Lied an. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and a summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. What a measure high, what a measure high, what a measure high, what a measure high. Strawberries on a summer evening, baby, you're the end of June. I want your belly and a summer feeling, getting washed away with you. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. What a measure high. What am I sugar high? 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 I just wanna taste it. I just wanna taste it. Watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna taste it. Watermelon sugar high. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and a summer feeling. I don't know if I could ever go without. What a measure high, what a sugar 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 high. I just wanna taste it, I just wanna taste it. Watermelon sugar high. I just wanna taste it, I just wanna taste it. Watermelon sugar high, watermelon sugar. Dankeschön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, vor allem werte Festgäste. Ich erspare mir jetzt Einzelne hier aufzurufen, weil sonst nimmt das die meiste Zeit der Eröffnung in Anspruch und das wollen wir sozusagen nicht riskieren. Aber ich freue mich wirklich sehr, dass so viele unserer Einladung gefolgt sind, heute zu einem ganz besonderen Anlass, zu einem WU Matters, WU Talks, im Rahmen dessen wir heute wieder einmal eine Auszeichnung aussprechen, nämlich dieses Mal die WU Managerin des Jahres 2021. In diesem Sinne darf ich natürlich vor allem dich, liebe Silvia, und deine Familie sehr herzlich begrüßen an der, wie ich meine, schönsten Universität der Welt. Ja, ich darf vielleicht einen ganz kurzen Abriss über den heutigen Abend geben. Wir haben ja das eingebettet in den Rahmen unserer neuen Serie WU Matters, WU Talks. Das heißt, eigentlich so jung ist die gar nicht. Die habe ich von der LSI damals mitgebracht. Und als ich Rektorin geworden bin, habe ich mir gedacht, wir brauchen auch sowas. Nämlich
eine Plattform zum Austausch und zum Diskurs zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit für brandaktuelle Themen, gesellschaftlich relevante Wirtschaftsthemen, laden wir uns sozusagen immer auch Gäste ein und laden unsere Forscher und Forscherinnen ein, die hier eben auch einen öffentlichen Diskurs führen. Und das findet sogar wöchentlich statt. Also wir haben immer ein ganzes Studienjahr auch ein entsprechendes Programm und sind sehr stolz darauf, dass das doch auch einen Beitrag, sagen wir mal, zum öffentlichen Wissen über Wirtschaft und Wirtschaftszusammenhänge leistet. Ja, und traditionellerweise nutzen wir einmal im Jahr diesen Rahmen WU Matters, WU Talks, um eben den Titel WU Manager oder heuer WU Managerin des Jahres zu verleihen. Ja, und auch dieses Mal ist es sozusagen soweit. Das heißt, zu Beginn des Abends begehen wir die feierliche Verleihung der Auszeichnung WU Managerin des Jahres 2021. Die Verleihung dieser Auszeichnung ist immer etwas Besonderes, denn damit ehrt die WU herausragende Leistungen außergewöhnlicher Managerinnen und Manager, die WU-Alumni sind. Jetzt weiß ich schon, Brigitte Ederer ist trotzdem, obwohl sie in ihrem Leben diese fatale Fehlentscheidung getroffen hat, nicht an der WU zu studieren, 2006 WU-Managerin des Jahres geworden. Aber wir haben gesagt, diesmal wählen wir nur noch solche aus, die hier wirklich studiert haben, aber nur weil ich so viele enttäuschte Gesichter hier sehe, Sie können ganz leicht WU-Alumni werden, Sie können zum Beispiel eines unserer Programme, unsere Executive Academy, absolvieren. Damit qualifizieren Sie sich prinzipiell für den Kreis der ausgezeichneten Manager und Managerinnen. Gut, also was schauen wir uns an? Einmal im Jahr werden da Listen zusammengetragen, die Department-Vorstände werden gefragt, wer ihnen denn positiv aufgefallen ist. Und diese Listen werden dann sehr genau studiert, die Personen werden sozusagen beleuchtet. Die müssen sich damit auszeichnen oder dadurch auszeichnen, dass sie zum einen wirklich herausragende Leistungen als außergewöhnliche Managerinnen und Manager sind, dass sie internationale Erfahrungen oder eine internationale Karriere mit sich bringen, aber nicht genug damit, sie müssen auch durch vorbildhaftes Wirken innerhalb und außerhalb ihres Unternehmens sich ausgezeichnet haben. Also da muss man schon ordentlich was mitbringen. Wenn wir diese Ehrung sozusagen dann abgeschlossen haben, wird es eben auch einen Vortrag unserer Preisträgerin geben und dann im Rahmen dieses WU-Matters auch noch eine Podiumsdiskussion. Heute wird Frau Silvia Angelo mit Vera Hemmelmeier vom Institut für Transportwirtschaft und Logistik und mit Oliver Schmerold, Direktor des ÖAMTC, diskutieren. Moderiert wird das in guter Manier von Michael Köttrich von der Presse. Ja, musikalisch haben Sie schon einen Vorgeschmack bekommen. Der heutige Abend wird begleitet von Marie-Florence Reich und Michael Korzinek. Das ist ein sehr schönes Duo. Die haben wir gefunden, weil wir im Zuge der Pandemie das Gefühl gehabt haben, wir müssen auch einmal irgendwas Konstruktives machen und ein bisschen antidepressiver irgendwie verabreichen. Daher haben wir einen Wettbewerb ausgeschrieben und haben die gesamte WU-Community gebeten, ihr künstlerisches Potenzial zu zeigen. Und die sind dann auch sozusagen entsprechend gewotet worden. Und es gab dann auch eine Live-Show und die beiden waren da sozusagen im engen Kreis. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass sie hier dann auch die Gelegenheit nutzen, sich als WU-Talents zu präsentieren. Die werden uns also heute begleiten. So, nun genug mit dem Vorspann und dem Einführung. Jetzt schreiten wir sozusagen zur Tat, nämlich zum eigentlichen feierlichen Anlass des heutigen Abends, zur Verleihung des Titels WU-Managerin 2021 an Frau Silvia Angelo. Warum Silvia Angelo, würde man sich jetzt fragen. Ich meine, viele werden sagen, klar, aber ich werde jetzt doch ein paar ganz kurze Facts hier präsentieren, weil die eigentliche Laudatio kommt ja noch, also ich hoffe, ich nehme da jetzt nicht zu viel vorweg, aber da kann man wahrscheinlich stundenlang reden, also ich werde mich jedenfalls kurz fassen. Ja, Silvia Angelo hat das neusprachliche Gymnasium Rahlgasse im 6. Bezirk besucht, mein Sohn übrigens auch, kann ich nur empfehlen, die Schule. Nach der Reifeprüfung absolvierte sie das Studium der Volkswirtschaft an der WU und schloss danach ein Postgraduate-Studium am Colegio de Mexico an. 1995 begann Silvia Angelo ihre berufliche Laufbahn
im damaligen Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales, wo sie bis 2000 die Position der stellvertretenden Abteilungsleiterin innehatte. Dann folgten 2 Jahre bis 2002 das EU-Büro des Österreichischen Gewerkschaftsbundes in Brüssel. Dann bis 2007 war sie in der Bereichsleitung Wirtschaft bzw. in der Abteilung Wirtschaftspolitik der Arbeiterkammer Wien, wo sie schließlich auch die Leitung der Wirtschaftspolitik übernahm, bis sie dann im Jänner 2017 in den Vorstand der ÖBB Infrastruktur AG berufen wurde, wo sie für das Ressort Finanzen, Markt und Service verantwortlich ist. Silvia Angelo weist also eine beachtliche Karriere, wie man so schön sagt, vor. Aber das reicht ja bekanntlich nicht, um WU-Managerin des Jahres zu werden. Nämlich genauso beachtlich ist ihr zusätzliches Engagement. So war sie unter anderem Mitglied des Aufsichtsrats der Österreichischen Forschungsfördergesellschaft, der Agrarmarkt Austria und meines Erachtens ja der Höhepunkt der außerberuflichen Tätigkeiten, nämlich von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des Universitätsrats der Wirtschaftsuniversität Wien. Ja, und als solche war sie übrigens mitschuld, warum ich heute hier stehe, weil in deine Zeit ist ja damals die Bestellung des neuen Rektors oder der neuen Rektorin gefallen. Ja, sie ist Vorsitzende des Aufsichtsrats des Bundessport GmbH und gehört dem Vorstand des österreichischen Chapters des Club of Rome an. Silvia Angelo, und das glaube ich wissen wir alle, hat sich immer sehr für Chancengerechtigkeit und für Frauenförderung eingesetzt. Und ich selbst habe sie in unterschiedlichsten Settings immer als extrem kompetent, mit viel Empathie und immer auch auf Respekt und Sachlichkeit wertlegende Managerin kennengelernt. Aber vielleicht ist das jetzt genug meiner Worte, vielleicht lassen wir ein paar bewegte Bilder sprechen und ich bitte daher, Film ab. Als Managerin muss man gerne Entscheidungen treffen. Dabei ist es aber wichtig, dass man auch immer selbstreflexiv bleibt. Und als Frau im Management muss man unbedingt andere Frauen fördern. Mein Name ist Silvia Angelo. Ich bin seit fast 5 Jahren Vorständin in der ÖBB Infrastruktur. Die ÖBB Infrastruktur errichtet und betreibt die Schieneninfrastruktur in Österreich. Dass mich die Wirtschaftsuniversität Wien mit der Managerin des Jahres auszeichnet, ist für mich natürlich eine große Ehre. Ich fühle mich der Wirtschaftsuniversität auf verschiedene Art und Weise sehr verbunden, nicht nur, weil ich hier studiert habe, sondern auch, weil ich danach Lektorin war einige Jahre. Ich durfte auch im Universitätsrat der Wirtschaftsuniversität Wien sein und natürlich bin ich Teil des Alumni-Netzwerkes. Ich erinnere mich sehr gern an meine Studienzeit an der WU zurück. Zum einen, weil ich natürlich auf der fachlichen Ebene das machen konnte, was mich besonders interessiert hat. Ich habe Volkswirtschaft studiert. Zum anderen, weil ich auch sehr viele interessante Menschen kennengelernt habe, mit denen ich das und andere Dinge diskutieren konnte. Ich habe viel Zeit an der Uni verbracht, weil ich auch in der Studienrichtungsvertretung aktiv war. Ich wollte die Universität mitgestalten. Und ja, ich habe auch das eine oder andere Fest in der Mensa gefeiert. An der Universität lernt man natürlich nicht nur das, was man fachlich braucht, um im Job erfolgreich zu sein, sondern man lernt auch strukturiert an Probleme heranzugehen. Man lernt den Diskurs mit anderen Menschen zu suchen. Und was ich halt auch sehr genossen habe, ist ein bisschen mehr zu machen, auch an der Universität, beispielsweise eben in der Studienrichtungsvertretung zu sein. Für mich ist die Förderung von Frauen extrem wichtig. Das Wise Women of WU-Programm ist da ein ganz wesentlicher Stellhebel dazu. Und ich finde es deswegen besonders spannend, weil die Rektorin das Programm ja so aufgesetzt hat, dass eigentlich auch schon Alumni, die etwas weiter sind in ihrer Karriere, sich hier bewerben können. Das heißt, es ist eine Situation, die eine Win-Win-Situation ist, sowohl für die Mentee als auch für die Mentorin. Und ich denke, dass sich Frauen genau in so einer Situation gegenseitig gut fördern können und gut unterstützen können. WU-Studierende von heute sollten sich meiner Meinung nach vor allem mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen und mit dem Thema Diversität. Ich denke, das sind 2 Schlüsselfaktoren und das wird unsere Gesellschaft prägen. Und auf diese 2 Themen offen, positiv und proaktiv zuzugehen, halte ich für zentral.
Meine Ziele für die Zukunft liegen vor allem darin, dem Klimawandel zu begegnen. Die ÖBB-Infrastruktur ist natürlich prädestiniert dafür, als das Unternehmen, das die Mobilitätswende vorantreibt. Und ich denke, das ist die Herausforderung, der wir alle begegnen müssen. Wir haben relativ wenig Zeit, wir müssen schnell handeln und ich glaube, öffentliche Infrastruktur ist ein wesentlicher Schlüssel dafür. Ich würde unglaublich gern wieder an der WU studieren. Es ist ein wunderschöner Campus, es ist ein ganz tolles Rektorat, es ist eine wirklich großartige Aufbruchstimmung. Ich denke, der WU ist es gelungen, auf internationaler Bühne wirklich eine anerkannte Universität zu werden und gleichzeitig eine gesellschaftliche Verantwortung wahrzunehmen. Ich denke, die Universität ist the best place to study. Und ja, das würde ich gern vielleicht sogar nochmal machen, aber davor gibt es noch ein paar Jahre in meinem Job. Sie sehen schon, wir haben eine sehr... Sie sehen schon, wir haben eine wirklich sehr, sehr würdige Preisträgerin. Aber jetzt darf ich um die Laudatio von Frau Brigitte Ederer bitten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, zuerst muss ich weiß, es passt nicht in die Laudatio, aber die Frau Rektorin ist zu jung, um zu wissen, wie die damalige Hochschule für Welthandel war. Da waren nämlich lauter sehr gut situierte, meist junge Männer, die mit Porsche vorgefahren sind und da hätte mein 15 Jahre alter VW nicht dazu gepasst. Darum habe ich auf der Uni Wien studiert, aber da würde ich jetzt sofort auch natürlich studieren. So, aber jetzt zu meiner Aufgabe. Ich glaube, wenn man heute da sitzt und weiß, man wird ausgezeichnet als Managerin des Jahres, dann kann man dafür darauf stolz sein. Da fühlt man sich wahrscheinlich auch ein wenig geehrt. Aber es ist, glaube ich, ein langer Weg, bis man da zum Sitzen kommt. Und den langen Weg haben einige Menschen nicht nur begleitet, sondern haben ihn maßgeblich geprägt. Da möchte ich anfangen beim Vater. Der Vater war Nachfahre italienischer Arbeitsmigranten, woraus man erkennen kann, wie gut Integration funktionieren kann, wenn man sich heute die Geehrte anschaut. Und er hat der Silvia diesen wunderbaren Nachnamen beschert. Weil wer heißt schon Engel auf Angelo? Also das ist ja Engel, kann bald wer heißen, aber Angelo ist viel, viel schwieriger. Und er hat sozusagen hier viel dazu beigetragen, dass du heute da sitzt. Aber letztendlich war er selbstständig, hat mit der Mutter gemeinsam ein kleines Unternehmen geleitet, ist dann sehr früh gestorben, du warst 15. Und die Mutter hat dann eigentlich das alles übernommen und war der Meinung, sie muss die Energie aufwenden, sie muss wahrscheinlich auch einige Entbehrungen in Kauf nehmen, um der Tochter eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Das ist ihnen offensichtlich gelungen und dafür gilt es zu danken, weil diese Generation, meine Mutter war ähnlich, die gesagt hat, es muss meinem Kind besser gehen und besser gehen heißt, hat sehr viel mit Ausbildung zu tun und das haben sie damals erkannt. Die Silvia war die erste in ihrer Familie, die studieren konnte und durfte und letztendlich mit 1995 mit einem akademischen Grad das Ganze abgeschlossen hat. Dann gibt es noch eine Tante, von der sie mir immer wieder erzählt, die offensichtlich auch eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt und beide sind wie starke Frauen, sie müssen starke Frauen sein, sonst wird sie nicht so sein, wie sie ist und die Silvia sehr geprägt hat und dafür, wie gesagt, sehr, sehr herzlichen Dank. Hinter einer jeden erfolgreichen Frau steht ein Mann, oder oft, nicht immer, aber oft. Also ich nehme das immer zurück, oft. Da sieht man, dass meine Vorbereitung doch irgendwie ein bisschen lückenhaft ist. Und das ist der Ehemann, der Hannes Schweighofer, der sicherlich ganz wesentlich dazu beiträgt, dass sie diese Karriere gemacht hat. Ich kenne den Hannes schon viel länger wie die Silvia. Und es ist ihm wirklich, und es gibt zwei wunderbare Söhne, die sozusagen heute hier anwesend sind. Und ich stelle mir vor, dass es nicht immer leicht ist, eine Partnerin zu haben oder eine Mutter zu haben, die eine Führungsposition hat, weil die zeitliche Verfügbarkeit ist nie gegeben.
Meist werden Termine nicht eingehalten, weil man ist immer verspätet dran, weil noch was zu erledigen war oder weil noch ein Telefonat zu erledigen war oder eine Besprechung länger gedauert hat. Und oft wird telefoniert, wo eigentlich Wochenende oder Urlaub angesagt ist. Und das ist sozusagen etwas, wo es auch eure Langmut braucht und euer Verständnis braucht, dass das Ganze hier, dass sozusagen dieser erfolgreiche Weg beschritten werden konnte. Die Wirtschaftsuniversität, das haben wir schon gehört. Danke, Frau Rektor, dass Sie vieles, was ich vorbereitet habe, schon gesagt haben. Die Wirtschaftsuniversität spielt eine wichtige Rolle im Leben der Silvia. Nicht nur, dass es ihr eine wirklich gute Ausbildung ermöglicht hat, sondern auch, glaube ich, dieses Forschungsstipendium, das Förderstipendium, das du dann bekommen hast und ein Dreivierteljahr in Mexiko nicht nur gut Spanisch lernen konntest, sondern natürlich auch einen ganz anderen, weiteren Blick bekommen konntest auf die Welt und auf internationale Zusammenhänge. Und dir ist diese Uni, man hat es gesehen, auch sehr wichtig, weil ein Unirat tätig zu sein von 5 Jahren, das zeigt schon, dass man hier einfach dieser Universität etwas zurückgeben will und wichtige Entscheidungen getroffen hat, die dann letztendlich zu einer wunderbaren Rektorin geführt haben. Diese internationale Erfahrung hast du dann auch noch wirklich ausbauen können in deiner Zeit in Brüssel im ÖGB-Büro, wo du ja 2 Jahre einfach studieren konntest vor Ort. Wie funktioniert die Europäische Union? Was braucht es, um Dinge in der Europäischen Union in Bewegung zu bringen, durchzusetzen? Und das, glaube ich, ist eine wichtige zusätzliche Ausbildung, die du da erhalten hast. Die heutige Auszeichnung bekommt Silvia Angela allerdings für die Managementtätigkeiten in der ÖBB. Sie ist seit 2017 Vorstandsdirektorin in der ÖBB, Infrastrukturen zuständig für Finanzen, Markt und Services. Und in diesem Unternehmen werden jährlich rund 3 Milliarden investiert. Die Mittel muss die Politik zur Verfügung stellen, aber dass das ordnungsgemäß, transparent und effizient verwendet wird, dafür ist das Management zuständig. Und wie wichtig eine funktionierende Infrastruktur ist, das kann jeder beurteilen, der einmal in seinem Leben oder mehrmals in seinem Leben mit der Deutschen Bahn gefahren ist. Die bleibt, also ich spreche aus Erfahrung, die bleibt plötzlich stehen mitten auf der Strecke und nicht einmal, sondern bei jeder dritten, vierten Fahrt bleibt sie plötzlich stehen, weil es hier zu Reparaturarbeiten, ungeplanten Reparaturarbeiten kommt, weil die Infrastruktur fehlerhaft ist, weil es einfach hier zu wenig investiert worden ist in den letzten 10, 20 Jahren. Und es ist dem Andreas Matte, der heute da sitzt, auch wirklich zu danken. Er war ja viele Jahre in der Infrastruktur und hat dort, glaube ich, einfach ein Auge drauf gehabt, dass Österreich investiert, regelmäßig investiert in die Infrastruktur und damit eine ganz andere Situation heute vorhanden ist, wie das in Deutschland der Fall ist. Ich möchte aber auch erwähnen, dass eine Managementfunktion in einem öffentlichen Unternehmen mit Sicherheit eine sehr herausfordernde Tätigkeit ist. Weil öffentliche Unternehmen, könnte man sagen, die haben die gleichen Stakeholder wie private, die haben auch Kunden, die haben auch Beschäftigte und die haben letztendlich auch Eigentümer. Das stimmt, aber allein der Eigentümer ist schon ganz anders, weil der wird im Gegensatz zu privaten Unternehmen durch Wahlen entschieden. Und Wahlen bedeuten aber letztendlich, dass man unterschiedliche Prioritäten vom Eigentümer alle 4, 5 Jahre hat und man muss dieses große Schiff ÖBB so auf den Schienen weiter behalten, dass es natürlich, dass man den Wünschen und Vorstellungen des Eigentümers Rechnung trägt, aber letztendlich ein Unternehmen bringt, das von Kunden angenommen wird, das letztendlich auch die Zustimmung der Österreicher findet. Und das ist ja in den letzten Jahren vor allem der Fall, aber die Österreichische Bahn ist, und das wurde schon gesagt, ein ganz wichtiger Faktor auch für den Klimawandel und letztendlich für die Umwelt in unserem Land. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass ein öffentliches Unternehmen viel mehr die Scheinwerfer erlebt, wie das in privaten Unternehmungen davor ist. Also ich stelle mir vor, ich glaube, ich weiß es auch, dass wenn man Verspätungen hat, dann ist es bei der ÖBB immer eine Tragödie und ein Drama,
wenn das private Unternehmen das auch auf der Westbahn fährt, auch Verspätungen hat, dann ist es vielleicht weniger Drama und es ist weniger in den Medien, schlägt sich weniger in den Medien nieder. Das heißt, es ist hier schon ein Unterschied und die Kunden sind mit Sicherheit auch viel kritischer, wie sie das bei privaten Unternehmungen der Fall ist. Das heißt, es ist schon eine sehr herausfordernde Tätigkeit, in einem öffentlichen Unternehmen tätig zu sein, zu managen und letztendlich hier auch Dinge voranzutreiben. Der Vorteil von öffentlichen Unternehmungen ist aber auch, dass man einen kleinen Spielraum hat, um gesellschaftliche Dinge zu gestalten. Die hat man in einem privaten weniger. Und ich glaube, eine dieser gesellschaftlichen Aktivitäten, das ist ein kleiner Spielraum, aber den die Silvia Angelo, glaube ich, wirklich sehr nützt, ist das Thema Ausbildung. Ihr ist allein von ihrer eigenen Geschichte her das Thema Ausbildung sehr, sehr wichtig. Und sie ist zuständig für die Lehrlingsausbildung im Unternehmen. Sie ist zuständig für die betriebliche Weiterbildung im Unternehmen, also Lokführer und Fahrdienstleiter. Und das merkt man, dass das ein für sie ganz wichtiges Thema ist. Und ich habe selber mehrmals erlebt, dass junge Menschen, denen eigentlich die Ausbildung nicht in die Wiege gelegt, automatisch in die Wiege gelegt worden ist, dort ausgebildet werden und letztendlich dann hervorragende, qualifizierte junge Erwachsene sind. Und das, Frau Schmidauer, das muss ich Ihnen auch gratulieren, weil Sie da sehr, sehr viele Aktivitäten setzen in diesem Zusammenhang, auch was die Lehrlingsausbildung betrifft. Und ich glaube, wir alle sind gut beraten, dass es gut ausgebildete junge Leute in unserem Land gibt, auch wenn das manchmal ein bisschen teurer ist, die Lehrlingsausbildung. Aber letztendlich sind das Menschen, die unser Land dann vorantreiben, die Chancen sehen für ihr persönliches Leben und damit ganz einen anderen Zugang zu diesem Land und zur Situation in unserem Land haben. Das ist das eine. Dann gibt es natürlich neben der Mutter und der Tante als wichtige Frauen auch andere wichtige Frauen und starke Frauen, die ein bisschen immer wieder den Weg begleiten. Da ist einmal die Frau Präsidentin, die sehr, sehr viel tut, um Frauen zu fördern und immer wieder auch die Silvia hier im Auge gehabt hat. Dafür gilt es zu danken. Und dann die Sabine Herletschka, die erst vor kurzem, erstens einmal selber, meine Hochachtung, in einer Zeit, wo alle sagen, neue Chipfabriken, wir sind alle nach Asien, es geschafft hat, dass sie eine der größten Aktivitäten hier gesetzt hat und es nach Österreich gebracht hat. Also wie es das gemacht hast, weiß ich nicht, aber es ist auf alle Fälle hervorragend. Und sozusagen, dass auch Sie, die Silvia ist jetzt Aufsichtsrätin bei Infineon Österreich seit kurzer Zeit, dass es da eine Zusammenarbeit gibt. Und das finde ich schon sehr super, dass starke Frauen von Beginn an sozusagen hier tätig waren und hier einen Beitrag geleistet haben, dass die Silvia Angelo heute da sitzt. Ich möchte abschließend noch eine kurze Geschichte erzählen. Ich hatte die Chance und die Ehre, dem damaligen Kommissionspräsidenten der Europäischen Union, dem Jacques Delors, einen Tag in Österreich begleiten zu dürfen. Und von einem Termin zum anderen sind wir mit dem Auto gefahren und ich habe gesagt damals, boah, Präsident der Europäischen Kommission, das ist super. Also das ist das Nonplusultra eines Jobs. Ich habe nicht gesagt, das wäre auch gern, weil das haben wir nicht traut, aber sozusagen, es war erkennbar. Und der hat mich angeschaut und hat gelächelt, das will ich nie vergessen, und hat gesagt, 80% aller Jobs, die er gemacht hat, also Führungspositionen, die er übernommen hat, 80% waren die Mühen der Ebene. Das Bohren harter Bretter. Eigentlich das von immer wieder irrsinnig viel Energie kostende Tätigkeiten. Und 20% sind Lebenselixier. 20% für die macht man es, weil da kann man gestalten, da kann man letztendlich Dinge so verändern, wie man sie will. Und für diese 20% übernimmt man eigentlich Positionen. Und Silvia, ich wünsche dir viel Kraft und Ausdauer und Freude für die 20% und Gelassenheit, vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit und einen langen Atem für die 80%. Alles, alles Gute.
Ja, vielen, vielen lieben Dank für deine nette Rede. Ich habe mir gedacht, damit du wirklich an die WU kommst, gebe dir ein Stück WU mit. Mir? Ja, im Sinne einer kleinen Schneekugel. Danke. Ja, und jetzt dürfen wir zur Tat schreiten, liebe Silvia. Ich darf dir im Namen der Wirtschaftsuniversität Wien den Titel WU-Managerin des Jahres 2021 verleihen. Ich darf dir sehr, sehr herzlich danken für dein Engagement, ganz persönlich für deinen Einsatz. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Wir sind echt richtig stolz auf dich. Fade away. I just wanna be someone. I just wanna be someone. Dive and disappear without a trace. I just wanna be someone. Well, doesn't everyone? And if you feel the great dividing, I wanna be the one you're hiding, 'cause I can feel body fade away. I just wanna be somebody to someone, oh. I wanna be somebody to someone, oh. Never had nobody, no road home. Wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold. And if the clouds get heavy, start to fall. Really need somebody to call my own. Wanna be somebody to someone. Someone to you. Someone to you. Someone to you. I don't even need to change the world. I'll make the moon shine just for your view. I'll make the starlight circle the room. And if you feel the great dividing, I wanna be the one you're hiding, 'cause I can feel how you fade away. I just wanna be somebody to someone, oh. Wanna be somebody to someone, oh. Never had nobody, no road home. Wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold. If the clouds get heavy and start to fall. Really need somebody to call my own. Wanna be somebody to someone. Someone to you. Someone to you. Someone to you. The kingdom come, the rise or fall, the setting sun above it all. I just wanna be somebody to you, somebody to you, somebody to you. I just wanna be somebody to someone, oh.
wanna be somebody to someone, oh. Never had nobody, no road home. Wanna be somebody to someone. And if the sun starts setting, the sky goes cold. And if the clouds get heavy, start to fall. Really need somebody to call my own. Wanna be somebody to someone. Someone to you. 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 Vielen Dank. Ich und Michael Korzinek, die beiden studieren an der WU, schreiben ihre Lieder und Texte selber und zeigen, dass man das Studium und Musik sehr gut verbinden kann. Und etwas, was man für beides braucht, für das Studium und für die Musik, das ist Leidenschaft. Und ihre Leidenschaft für Mobilität und auch für die Mobilitätswende, das wird uns die WU-Managerin des Jahres. Herzlichen Glückwunsch. Silvia Angelo, jetzt zeigen. Wir freuen uns sehr auf Ihre Worte und auf Ihren Vortrag zum Thema öffentliche Infrastruktur für die Mobilitätswende. Bitte schön. So, nachdem ich, glaube ich, jetzt doppelt verkabelt bin, werde ich das jetzt ein bisschen auf die Seite rücken. Ja, sehr geehrte Festgäste, sehr geehrte Frau Rektorin, die Brigitte Ederer hat mir Gelassenheit gewünscht für die 80% das Bohren dicker Bretter. Im Moment habe ich das Gefühl, ich bräuchte eigentlich für diese 20%, die ganz, ganz erfreulich sind, nämlich sowas wie heute, auch ein bisschen Abgeklärtheit und Gelassenheit, weil im Moment bin ich sehr gerührt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe jetzt die Aufgabe, von diesem für mich sehr emotionalen Teil in einen sachlichen, nämlich in die Diskussion überzuleiten und das Ganze, glaube ich, möglichst elegant und in 10 Minuten. Ich werde schauen, dass ich diese Aufgabe halbwegs bewältigen kann. Ich möchte mich aber trotzdem, weil mir das wichtig ist, vorab noch bedanken. Kurz, weil sonst wird es zu emotional und das mit der Rührung und mit den Diskussionen geht sich nicht aus. Apropos Rührung, liebe Brigitte, vielen, vielen Dank für diese Laudatio. Es hat mir schon das eine oder andere Tränchen in die Augen gedrückt und das war wirklich ganz großartig. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich möchte mich natürlich auch bedanken bei allen, die heute anwesend sind. Für mich ist das eine ganz lustige Mischung heute. Ja, ganz interessant. Es sind Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen hier, sehr viele, mit denen ich jetzt zusammenarbeite. Es sind Menschen hier, mit denen ich gemeinsam studiert habe, in der Studienrichtungsvertretung war. Es sind Menschen, mit denen Frauen, mit denen ich in der Frauengruppe war. Der WU, ich habe eine Freundin, mit der ich sogar in der Schule war, in der zitierten Rahlgasse. Ich habe Menschen, wie gesagt, aus den verschiedensten Phasen meines beruflichen Lebens. Das ist, wie gesagt, sehr rührend, weil die normalerweise so nicht aufeinandertreffen. Ich habe Verwandte da, die aus der Nähe von Wien kommen und aus der Ferne von Wien, die aus der Steiermark kommen, die aus Vorarlberg kommen. Alles ein großes, großes Danke dafür. Ich möchte aber schon noch kurz erwähnen, ich habe natürlich auch die schon von dir auch erwähnten Personen, bei denen ich mich ganz herzlich auch nochmal bedanken möchte, allen voran schon nochmal beim Andreas Mathé. Das ist mein CEO, ich darf das jetzt einfach so sagen, mit dem besitzanzeigenden Fürwort meiner. Ja. Ganz großes Danke. Ohne dich würde ich heute tatsächlich nicht hier stehen. Ohne dem, was du sozusagen mir mitgegeben hast und ohne diesem Vertrauen, das du in mich gesetzt hast, vielen Dank dafür. Ich möchte mich natürlich auch bedanken bei den tollen Frauen. Natürlich einmal, Doris Bures, ich freue mich sehr, dass du da bist. Schön, dass du es geschafft hast. Du warst doch mal Verkehrsministerin. Insofern passt das, glaube ich, auch ganz gut, das Thema zu dir. Danke, liebe Doris Schmidauer. Schön, dass du es geschafft hast. Schön, dass du da bist. Wir haben jetzt doch das eine oder andere gemeinsam gemacht. Und ja, Sabine, großartig. Ich finde das wirklich ganz wunderbar. Und ihr seid jetzt, wie gesagt, stellvertretend für viele, 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 mit denen ich
gemeinsam arbeiten darf und die meinen Weg begleiten. Ich möchte mich aber natürlich auch bedanken, Brigitte hat es schon gesagt, bei meiner Familie. Grinsen da in der ersten Reihe. Meiner engsten Familie, bei meiner lieben Mama, bei meinen drei wunderbaren Männern, die mir jeden Tag abwechselnd entweder den Rücken stärken oder den Rücken frei halten oder auch alles zusammen. Ganz super und ohne euch wäre das alles nicht möglich. Und natürlich möchte ich mich für die Auszeichnung bedanken. Liebe Frau Rektorin, liebe Edeltraut bei dir, ich glaube, man hat es gemerkt, ich finde die WU wirklich großartig. Ja, also es ist, glaube ich, bis jetzt noch nicht so deutlich gesagt worden, ich wollte es nochmal betonen. Es ist eine Uni, die ich wirklich sehr geschätzt habe. Ich habe dazwischen ja auch mal einen Ausflug gemacht an die Universität Wien. Bin dann auch wieder zurückgekommen. Ich weiß, das siehst du mir nach, das ist lieb von dir. Und ich habe vieles gelernt während meines Studiums. Und ich würde gern ein Zitat bringen. Ich bin Volkswirtin, weil ich denke, das akademische Mindset der WU würde ich gern mit einem Zitat von der Ökonomin Joan Robinson beschreiben. Ökonomie sollte man nicht mit dem Ziel studieren, eine Reihe von fertigen Antworten auf ökonomische Fragen zu erlangen, sondern um zu lernen, wie man es vermeidet, von Ökonomen getäuscht zu werden. Im Sinne einer solchen Haltung finde ich es auch nur logisch, dass wir heute eine Diskussion auch noch haben, Anschluss aus der Ehrung, und ich glaube, ich darf ein paar Themen zu dem Thema dieser Diskussion beitragen und ein paar Thesen. Öffentliche Infrastruktur und Mobilitätswende. Ich sage jetzt mal, ich habe so 5 Punkte für mich gemacht, ich nenne es auch Thesen, um ein bisschen die Diskussion zu beleben und dann gemeinsam halt einzutreten in die. Der erste Punkt ist jedenfalls keine gewagte These, sondern eigentlich ein Faktum. Für den Klimaschutz braucht es eine nachhaltige Mobilitätswende. Laut dem aktuellen Klimaschutzbericht des Umweltbundesamtes, der jetzt im September 2021 herausgekommen ist, müssen wir bis 2030 unsere CO2-Emissionen um 50% senken, um die vereinbarten Klimaziele zu erreichen. Das ist eine beachtliche Anzahl und ich denke, das ist vor allem dann eine große Zahl, wenn man sieht, dass dem gegenüber steht, dass der Verkehr, also ein wesentlicher Emittent von CO2-Emissionen, leider in die andere Richtung unterwegs ist. Der CO2-Ausstoß ist in die Höhe gegangen, seit den 90er Jahren ist er im Verkehr um fast 75% gestiegen. Das bedeutet natürlich, dass sozusagen wir zum einen im Verkehr gegenüber anderen Sektoren da im Hintertreffen sind, zum anderen, dass wir besondere Anstrengungen unternehmen müssen. Wir müssen eigentlich mehr als die Hälfte des Diesels oder Benzin in den nächsten Jahren einsparen. Das sind rund 4 Milliarden Liter Diesel, rund 1 Milliarde Liter Benzin, die wir bis 2030 nicht verbrauchen dürfen. Das heißt, wir müssen unser Mobilitätsverhalten massivst ändern. Wir müssen auf erneuerbare Energiequellen umsteigen, aber, und das ist ganz wichtig, wir müssen natürlich auch auf den öffentlichen Verkehr umsteigen. Und das bedeutet für den Personenverkehr, aber vor allem auch für den Güterverkehr. Das Gebot der Stunde für den Verkehr ist vermeiden, dort wo es nicht notwendig ist, verlagern, Stichwort von der Straße auf die Schiene, und natürlich verbessern und effizienter werden. Den zweiten Punkt, da möchte ich gleich ansetzen, den ich machen möchte, ist, was bedeutet verlagern und verbessern. Die Bahn hat ja eine sehr lange Geschichte, die darf ich jeden Tag wieder neu kennenlernen, 180 Jahre oder mehr schon, Andreas. Und sie ist verbunden in diesem Land, aber generell, glaube ich, einfach in der Welt mit der industriellen Revolution. Wesentlicher Beitrag dazu. Das heißt, sie hat viel geleistet in der Vergangenheit, aber wir haben massive Herausforderungen, die auf uns zukommen. Und ich glaube, das, was jetzt auf uns zukommt, ist doch eine der größten, weil es geht ja um nichts Geringes, es geht um die Zukunft sozusagen dieses Planeten. In Österreich haben wir einen relativ einfach erklärten Plan. Bis 2040 wollen wir doppelt so leistungsfähig werden im Personenverkehr und im Güterverkehr. Dazu braucht es eine Menge an finanzieller Mittel, große Bauvorhaben, die wir umsetzen. Wir brauchen aber auch ganz viel Know-how, wir brauchen ganz viel Digitalisierung, sonst werden wir das nicht schaffen. Wir brauchen weniger Hürden im internationalen Verkehr, zu denen komme ich dann noch. Und wir brauchen viel, viel, viel mehr Service. Und das heißt, wir müssen alle Hebeln, die wir haben, in Bewegung setzen und müssen einen gemeinsamen Kraftakt leisten. Ein Beispiel, weil auch meine Kollegen natürlich da sind von der Infrastruktur,
Wir wollen die Kapazität auf der Wiener Stammstrecke, die de facto eigentlich innerstädtischer Verkehr ist, zu einem sehr großen Teil von 700 Zügen pro Tag auf 900 Züge pro Tag erhöhen. Da müssen wir vielleicht manchmal ein bisschen zudrehen, damit wir es dann wieder aufmachen können. Da sind wir mit der Stadt Wien noch in intensiven Gesprächen. Aber das ist ein Thema sozusagen, das wir massiv auf der Agenda haben und da passiert viel. Der dritte Punkt, und jetzt komme ich eigentlich zu dem, was mir auch ökonomisch ein Anliegen ist, diese Investitionen, das, was wir hier in die Mobilitätswende brauchen, braucht ein starkes öffentliches Commitment. Infrastruktur ist teuer, sehr teuer, eigentlich kaum bezahlbar und damit ist sie ein natürliches Monopol. In der gängigen ökonomischen Theorie leitet sich aus dem der Rückschluss ab, dass der Markt aufgrund von fehlenden Preissignalen versagt, dass man dieses Versagen kompensieren muss. Man kann sich ökonomisch natürlich lange, sage ich mal in der klassischen Theorie oder neoklassischen Theorie, lange mit Fragen beschäftigen, nämlich ob eine schuldenfinanzierte Infrastruktur mit dem europäischen System zusammenpasst, der Fiskalregeln. Man kann sich lange überlegen, wie man dieses Marktversagen kompensieren kann und welche Art von Signalen es braucht und welche Art von Regulierung. Ich glaube, für diese Art von Überlegungen haben wir keine Zeit. Ich denke, dass die Mobilitätswende es notwendig macht, dass wir theoretische Diskussionen ein bisschen hinten anstellen und praktisch agieren. Das hat mehrere Gründe. Zum einen glaube ich, dass wir alle seit Mazzucato wissen, dass der Staat eine ganz wesentliche Rolle hat, wenn es darum geht, die Zukunft zu gestalten. Das hat schon Keynes gesagt, sozusagen, wo hat der Staat einzugreifen. Und wie gesagt, Mazzucato hat das, glaube ich, sehr eindrücklich und sehr gut wieder aufgegriffen und für mich auch sehr spannend, weil es eine ganz andere Bedeutung gibt, diesem öffentlichen Sektor. Wesentlich ist, dass wir in Europa, glaube ich, gemeinsam diese Finanzierungsanstrengungen leisten müssen. Weil wenn es wir in Österreich machen, ist es schön und wir sind wunderbar und das ist alles ganz großartig, aber wir sind ein kleines Land und für den Güterverkehr ist das notwendig, dass man das in ganz Europa macht. Der zweite Punkt, weil wir halt immer über auch Anreizdiskussionen führen, wir leben in einer Welt von Preisverzerrungen, von falschen Preissignalen. Jetzt haben wir auf der einen Seite eine Mineralölsteuer, wir haben auf der einen Seite dann die CO2-Abgabe und auf der anderen Seite haben wir ein Dieselprivileg. Wir haben einfach deswegen Preisverzerrungen, weil wir ganz unterschiedliche, auch natürlich Herangehensweisen haben und Erfordernisse, die wir über Anreize versuchen zu lösen. Oder was auch Entlohnungen betrifft. Wenn man mit Lkw-Fahrern zu Löhnen fahren kann, die überhaupt nicht einem österreichischen Bahnunternehmen und seinen Beschäftigten entsprechen, und jetzt sage ich zu Recht, weil für 500 Euro macht das keinen Sinn, ja, dann sind wir natürlich in einer Welt voll von Wettbewerbsverzerrungen. Ich weiß nicht, ob wir Zeit genug haben, dass wir Anreize richtig setzen. Und dann gibt es den dritten Punkt, der mich persönlich sehr beschäftigt, das ist das Thema Regulierung. Wir haben auch auf Basis sozusagen ökonomischer Theorie, die ich auch lernen durfte und die durchaus auch ihre Meriten hat, ein System, wo wir versuchen, Benutzungsentgelte, Juristen und Ökonominnen gemeinsam zu entwickeln. Ich frage mich manchmal, ob der Aufwand, den wir da hineinsetzen, dem Nutzen, den es bringt, wirklich sinnvoll gegenübersteht. Das ist einfach auch eine Frage, die ich hätte auch an die ökonomische Theorie, weil der Sinn der Sache ist ja, dass man einfach Wohlfahrtseffekte hat, positive. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob ich die immer so habe. Vor allem, wenn ich mir anschaue, also jetzt natürlich die Anwaltskanzleien und so weiter schon, aber sozusagen jetzt sage ich für die großen Teile der Bevölkerung. Und das ist eine Frage, die ich auch gerne stellen würde. Jetzt komme ich zum vierten Punkt. Wir haben Ineffizienzen, die wir dringend lösen müssen. Also während wir also sozusagen diese Anreizsysteme diskutieren, diese Regelungen, Fiskalregeln diskutieren, passiert in der Realität Folgendes. Ein Lkw-Fahrer, männlich, weil es eher Fahrer sind, ein Lkw-Fahrer setzt sich in Rotterdamer Hafen ans Lenkrad von seinem Truck. Und mit seinem Führerschein und dem in der EU ganz normal zugelassenen Lkw fährt er bis nach Bulgarien durch. Das ist jetzt nicht weiter verwunderlich wahrscheinlich für alle. Aber wenn man sich jetzt einmal vorstellt, dass der an jeder Grenze seinen Lkw überprüfen lassen muss,
dass er Bremsproben macht, dass er sich anschaut, ob die Signale die gleichen sind in Europa, dass er die Sprachen lernt, die dazwischen sind, dann hat man ungefähr ein Bild, wie das in der Bahn vonstatten geht. Was wir haben, ist im grenzüberschreitenden Güterverkehr genau dieses Problem. Ein Zug muss auf der Strecke von Rotterdam an das Schwarze Meer zumindest 6 verschiedene Zugsicherungssysteme passieren und damit ausgerüstet sein. Und er hat auf jeden Fall 9 Lokführerinnenwechsel. Das ist schwierig und dann kann ich viel über Anreize diskutieren, aber das, glaube ich, ganz ehrlich, werden wir nicht zusammenbringen. Und deswegen ist fünftens meine Konklusion, wir brauchen, glaube ich, große Schritte für die großen Herausforderungen der Zukunft. Wenn wir der Meinung sind, dass unser Wirtschaftssystem plus minus aber ungefähr erhalten werden sollte so und wir nicht im Sinne eines großen Verzichts in die Zukunft gehen wollen, dann müssen wir, glaube ich, große Schrauben drehen, vor allem was Veränderungen betrifft, gerade auch in diesen Sektoren, die zentral sind. Da brauchen wir eine europäische Kraftanstrengung, eine finanzielle, aber auch eine ordnungspolitische. Und wir müssen schauen, dass dieser niedrige Marktanteil, den der Güterverkehr an der Schiene hat, mit ungefähr 18% über die EU, jedenfalls erhöht wird. Sonst werden wir unsere Klimaziele keinesfalls erreichen. Und ich bin persönlich überzeugt davon, dass wir auch in den Staaten große Unternehmen brauchen. Große Unternehmen wie die ÖBB, die jetzt international vergleichbar vielleicht klein ist, aber sozusagen für Österreich sehr groß ist und wesentliche Vorteile hat, um auch dieses Mobilitätsgeschehen zu begreifen. Wir sind ein integrierter Konzern. Wir erkennen Mobilitätsbedürfnisse, wir können sie adressieren und wir sind auch Investoren für die Zukunft. Und vielleicht ganz kurz am Schluss nochmal, um Mazzucato aufzugreifen, ein Punkt, den sie uns ja mitgegeben hat, und damit möchte ich auch schließen, ist: Transformational public investments were often fruits of mission-oriented policies, aimed at thinking big, going to the moon, or fighting climate change. Danke. Vielen herzlichen Dank, Silvia Angelo. Ich darf auch die beiden weiteren Gäste zu mir aufs Podium bitten und darf sie auch gleich vorstellen. Vera Hemmelmeier ist Associate-Professorin hier im Haus. Sie forscht und lehrt seit 2011 am Institut für Transport, Wirtschaft und Logistik und beschäftigt sich intensiv mit Optimierungsfragen in der Logistik. Und ich begrüße ganz herzlich Oliver Schmerold. Er ist Direktor des ÖMTC. Und man könnte auch sagen, er ist CEO des größten österreichischen Mobilitätsclubs. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, wir wollen hier auf dem Podium diskutieren. Ich darf aber auch Sie ganz herzlich einladen, die Sie hier an der WU heute zu Gast sind und alle, die über den Stream bei uns zu Gast sind, sich an unserer Diskussion zu beteiligen mit Ihren Fragen, mit Ihren Inputs und Ihren Kommentaren. Aus Corona-Gründen haben wir es hier im Raum ein bisschen komplizierter. Ich darf Sie bitten, mir ein Handzeichen zu geben und dann hinüberzugehen an den Speakers Corner, wo wir ein Mikrofon haben, das wir nicht von Hand zu Hand weitergeben müssen, also um die Hygienevorschriften hier auch alle einzuhalten. Und wenn Sie von zu Hause oder von wo auch immer Sie uns verfolgen, Fragen haben und sich beteiligen wollen an unserer Diskussion, bitte schreiben Sie es in den Chat, ich werde ein Auge drauf haben. Steigen wir ein in unsere Diskussion. Ich würde gern am Anfang fragen, es geht um Mobilitätswende. Wie sind Sie denn heute hierher an die WU gekommen? Also gut natürlich, aber mit welchen Verkehrsmitteln? Mit den Wiener Linien. Mit den Wiener Linien. Eine Station zum Praterstein. Und zum Praterstein bin ich auch mit den Wiener Linien gekommen. Sehr gut. Oliver Schmerold? Mit dem Fahrrad. Sehr gut. Vera Hemmelmeier. Ich bin auch mit dem Rad gekommen heute. Mit dem Rad gekommen. Ich bin von unserer Redaktion im dritten Bezirk zu Fuß herübergegangen durch den Prater, habe auch einen sehr schönen Weg hierher gehabt. Mobilitätswende ist das Thema, Vera Hemmelmeier. Mhm.
Wie merken wir denn als Öffentlichkeit, dass sich etwas wendet? Gibt es da eine Definition, was Mobilitätswende wirklich ist? Ja, also Mobilitätswende, das umfasst die Schlagworte vermeiden und verlagern. Und dann gibt es auch noch verbessern, aber verbessern wird oft unter dem Schlagwort Antriebswende klassifiziert. Und das gemeinsam ist dann die Verkehrswende, also vermeiden, verlagern, verbessern. Und das Ziel ist eben, dass wir einerseits die Klimaziele erreichen, dass wir eine lebenswertere Umgebung haben und dass wir auch den nächsten Generationen, also einen schönen Planeten hinterlassen quasi. Und was die Maßnahmen, die in der Mobilitätswende halt oft erwähnt werden, die wir treffen wollen, ist, dass wir den motorisierten Individualverkehr, also das Auto, reduzieren wollen, dass wir den öffentlichen Verkehr stärken wollen und dass die sogenannte aktive Mobilität, also aktive Mobilität ist das, wo wir uns aktiv bewegen, zum Beispiel zu Fuß oder mit dem Rad, dass auch der Anteil von der aktiven Mobilität steigt. Und aktive Mobilität ist auch sehr wichtig vom gesundheitspolitischen Aspekt, weil sie eben uns Gesundheit und fit und chronischer Bewegungsmangel eigentlich ein Thema in der heutigen Zeit ist. Und die aktive Mobilität kann dem entgegensteuern. Also es sind diese Säulen quasi, die getroffen werden. Mhm. Oliver Schmierold, welche Bedeutung bei der Mobilitätswende haben PKW, haben LKW, also Verkehrsmittel, die sich auf der Straße bewegen? Ja, zuerst einmal herzliche Gratulation an die Auszeichnung. Freut mich sehr, dass ich da dabei sein darf bei so einem festlichen Anlass. Welche Bedeutung haben die einzelnen Verkehrsmittel? Ich glaube, wir leben jetzt in einer sehr spannenden Phase, wo Mobilität wirklich multimodal werden kann. Und warum? Weil wir die Digitalisierung haben, die es uns ermöglicht, unterschiedliche Mobilitätsformen sehr gut miteinander zu verbinden. Und das Ganze natürlich auch durch die erforderlichen Klimaschutzmaßnahmen auch einen äußeren Druck bekommt, dass diese Verhaltensänderungen stattfinden. Mir hat auch sehr gut gefallen, dass wir zwar über die persönliche Mobilität sprechen, über den Individualverkehr, dass wir aber nicht vergessen, dass auch der Güterverkehr natürlich einen massiven Anteil hat an den CO2-Emissionen, aber auch an der Infrastruktur oder an der nötigen Infrastruktur. Und wir wollen, und das ist uns ganz wichtig, vermeiden, dass wir diese beiden Themen gegeneinander ausspielen. Aber es ist doch so, dass das zum Beispiel angesprochene Dieselprivileg eines ist, was aus unserer Sicht absolut in der heutigen Zeit zu diskutieren ist. Uns aber auch klar sein muss, dass es in erster Linie natürlich den Güterverkehr trifft und damit sozusagen, wenn es keine anderen Maßnahmen gibt, am Ende wieder den Konsumenten, also sprich uns alle trifft. Wenn nicht die anderen Angebote entsprechend vorhanden sind. Und daher ist der Ausbau der Infrastruktur für die unterschiedlichsten Verkehrsformen und hier natürlich in erster Linie für die Schiene eine ganz wesentliche Maßnahme. Also Bedeutung der einzelnen Verkehrsmittel, würde ich sagen, die aktive Mobilität, wenn ich jetzt wieder bei der Personenmobilität kurz bleiben darf, aktive Mobilität steigt. Wir haben in Österreich oder in Wien, wenn wir jetzt einmal auf Wien bleiben, einen definitiv steigenden Anteil am Mobilitätsmix, was Fahrradfahren und was zu Fuß gehen betrifft. Das ist gut so. Wir haben einen Gott sei Dank sehr hohen Anteil an öffentlichen Personennahverkehr, dank des gut ausgebauten Verkehrs, und wir haben einen Anteil am motorisierten Individualverkehr, der im europäischen Vergleich gar nicht so hoch ist, wie er uns manchmal erscheint. Hm. Silvia Angelo, was braucht denn die E-Eisenbahn, damit sie ihr volles Potenzial ausschöpfen kann? Weil ich glaube, da gibt es ja doch noch deutlich Luft nach oben. Sie haben es auch selber angesprochen. Deutlich Luft nach oben. Ich glaube, wir sind wirklich schon dabei, das muss ich tatsächlich sagen, also wir haben jetzt, wenn man unsere Bauprogramme hernimmt, stellen Sie sich vor, die Südstrecke. Ja. Die ist wirklich eine, wo wir sagen, hier möchten wir in der Zukunft sozusagen in Richtung Weststrecke kommen. Weststrecke Wien-Linz fährt niemand mehr eigentlich mit dem Auto, ja, im seltensten Fall. Und Wien-Salzburg in Wirklichkeit auch nicht mehr. Da ist der Zug einfach, was die Geschwindigkeit betrifft, was den Komfort betrifft, was das Thema betrifft, auch, muss man ganz ehrlich sagen, sozusagen Stressfreiheit. Es ist ja doch auch immer ein Stressmoment, irgendwie im Auto zu sitzen. Manchmal als Beifahrerin, vielleicht manchmal mehr als Fahrerin, aber ist egal. Jedenfalls, es sind Stressmomente und das alles zu reduzieren, glaube ich, ist auch wert sozusagen für die Menschen zu sagen, das möchten sie machen. Was wir jetzt auf der Südstrecke haben, ist natürlich diese Strecke entsprechend auch der Weststrecke zu ertüchtigen, aber wir bauen die natürlich auch aus für den Güterverkehr, weil das ist tatsächlich sozusagen die Achse, die eigentlich die Verbindung herstellt. Und ja, wir brauchen hier sozusagen noch Investitionen, wir brauchen hier noch einiges, was wir auch, und ich habe es erwähnt, an Digitalisierungsmaßnahmen haben, weil das eine ist das Bauen, aber mitunter ist das Bauen
dem sind auch gewisse Grenzen gesetzt. Ja, dann muss ich halt schauen, dass ich die Geschwindigkeit und den Durchsatz erhöhe, und das kann ich mit Digitalisierungsmaßnahmen machen. Das ist das, was wir vor allem brauchen, und im Moment brauchen wir vor allem die Menschen dazu, die uns dabei begleiten, weil wir haben das Thema Generationenwandel, und unsere Mitarbeiterinnen gehen zu einem großen Teil in Pension. Es hat die Brigitte Ederer vorher erwähnt. Wir haben natürlich auch eine große Ausbildung, und wir brauchen in Zukunft qualifizierte Fachkräfte. Und die sind schwer zu bekommen? Die sind in den technischen Bereichen tatsächlich schwierig zu bekommen. Sie haben die Digitalisierung angesprochen und auch schon ein bisschen erklärt, vielleicht für unsere Gäste. Wo wirkt sich die Digitalisierung tatsächlich aus? Beim Bauen kann man sich leicht vorstellen, da entsteht eine neue Trasse. Aber Digitalisierung, wo greift alles, die? Was Zugsteuerung betrifft, alles, was sozusagen Vertaktung betrifft, in dem Moment, wo ich auf quasi unter Anführungszeichen Instrumente umstellen kann, die automatisiert einen bestimmten Abstand einhalten und bestimmte Geschwindigkeiten, bin ich natürlich drinnen sozusagen, dass ich schneller einen höheren Durchsatz habe auf der Strecke. Also alles, was wir in den letzten Jahrzehnten auch investiert haben, na, Jahrzehnten ist vielleicht übertrieben, aber in den letzten 20 Jahren investiert haben, geht genau in diese Richtung. Also die Geschwindigkeit, die sie zusammenbringen sozusagen auf der Weststrecke. Ich würde die Frage gerne in die Runde werfen. Wenn wir über Mobilitätswende reden, welche Rahmenbedingungen braucht es denn da, dass die Mobilitätswende, so wie Sie es jetzt schon angesprochen haben, auch tatsächlich funktionieren kann? Ja, die Frage nach den Rahmenbedingungen. Ich glaube, es braucht eine Transparenz und eine gewisse Fairness zwischen den einzelnen Mobilitätsangeboten und Formen. Und der Schritt jetzt, einen CO2-Preis in unserem Steuersystem einzuführen, ist mit Sicherheit ein Schritt in die Richtung. Kann man diskutieren, ob er zu spät kommt, ob er ausreichend kommt. Aber grundsätzlich das Thema, den CO2-Ausstoß zu besteuern, zu bepreisen, um auf der anderen Seite hier das quasi klimaschonendes Verhalten attraktiver zu machen, ist sicher eine wichtige Rahmenbedingung. Eine andere Rahmenbedingung, die mit Sicherheit auch noch zu entwickeln ist in Österreich oder auch in Europa, es ist ein europäisches Thema, es ist kein rein österreichisches, ist die Frage, wer kann überhaupt welche Mobilitätsdienstleistungen anbieten. Ja, wir haben momentan die großen Infrastrukturanbieter, die teilweise auch Mobilitätsanbieter sind. Wir haben aber doch sehr viele, die versuchen hier in einer Private-Public-Partnership-Form auch an diesem Mobilitätsmarkt teilzunehmen. Und das wäre aus unserer Sicht ein ganz wesentlicher Punkt, dass man hier diesen Wettbewerb zulässt. Nicht Wettbewerb in der Infrastruktur, weil da bin ich völlig Ihrer Meinung, dass das Infrastruktur ein so teures und knappes Gut ist, dass das nur quasi öffentlich finanziert einmal entstehen kann. Aber die Infrastruktur dann möglichst kundengerecht zu nutzen und mit Mobilitätsangeboten zu versorgen, dafür braucht es noch Rahmenbedingungen, die das auch mehreren Marktteilnehmern ermöglichen. Also ich glaube, es braucht einerseits auch ein Umdenken einmal von uns allen, was vor allem auch was die Personenmobilität betrifft. Dann, wenn man jetzt vergleicht die Schiene mit der Straße, das Beispiel, was Sie erwähnt haben mit dem Lkw-Fahrer versus dem Zug, das ist einfach eigentlich Wahnsinn. Und es braucht einfach die Harmonisierung auf europäischer Ebene. Und ohne diese Harmonisierung wird es wirklich schwer sein, da im Wettbewerb bestehen zu können. Weil man einfach so viel verliert, so viel Optimierungspotenzial durch diese fehlende Harmonisierung. Was ich mir auch denke, ist, dass es vielleicht auch den Einsatz von mehr Optimierungstechnologien bräuchte in der Bahn, um jetzt auch andere Probleme zu lösen, also quasi Ressourceneinsatzplanung, also Personaleinsatzplanung und so weiter. Da ist, glaube ich, auch in der Vergangenheit noch zu wenig investiert worden. Es ändert sich gerade viel, aber da muss man auch ein Augenmerk drauf richten. Genau, um eben die Schiene kompetitiv zu machen mit der Straße, wenn wir jetzt diesen Aspekt betrachten. Genau, und ja, also es ist eben eine Sache, wir brauchen die Infrastruktur, aber wir müssen die Infrastruktur auch effizient nutzen. Das sind zwei ganz wichtige Komponenten. Und da sind wir noch nicht dort, wo wir hin wollen und sollen. Ich glaube, da kann man noch sehr viel verbessern. Und ja, und eben auch vor allem in diese Harmonisierung. Also wenn der Zug durchfahren kann, dann sind wir dort, wo wir sein wollen. Silvia Einschüler, Sie haben dieses Beispiel von der Interoperabilität, die es eben nicht gibt, genannt. Jetzt
kann man das einem Laien ja fast nicht erklären. Man fliegt mit dem Flugzeug, mit einem Flugzeug überall hin, kann dort landen, man fährt mit dem LKW, so wie Sie es erzählt haben, überreden, man fährt als Privatperson mit dem Auto überall hin. Warum ist das beim Zug so wirklich oder bei der Bahn so wirklich schwierig? Naja, das hat zum einen, glaube ich, historische Gründe. Das muss man tatsächlich auch sehen. Man ist in einem System drinnen, das, jetzt kann man sagen, sozusagen sehr national geregelt war und durchaus auch eine militärische Vergangenheit gehabt hat. Also nicht unbedingt ausgerichtet war auf das Verbindende. Ich glaube, das Verbindende sehen wir heute. Ja, ist ein ganz wesentlicher Teil, sondern sehr oft sozusagen auch geschaut hat, ich habe hier mein System, um bestimmte Mittel an Richtung Front zu bringen oder ähnliches. Muss man auch sehen. Das heißt, das hat sehr viel auch einen historischen Grund. Und dann gibt es natürlich schon auch noch überlagert davon, eben weil halt nationale Strukturen sich dann auch abbilden in bestimmten Technologien und Techniken, natürlich auch eine gewisse Beharrungsmoment, das dann so eine Wechselwirkung hat. Ja, also wo man sagt, okay, jetzt haben wir dieses System und dieses System wollen wir ungern aufgeben zugunsten, weil es ist ja immer das Aufgeben zugunsten eines anderen, ja, zugunsten eines anderen Systems. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Und natürlich sind Vorschriften und Regelungen sehr unterschiedlich und auch Beschäftigungsbedingungen natürlich auch sehr unterschiedlich. Bestimmte Standards, die wir haben, zu Recht, glaube ich, sozusagen etwas, wo wir sagen, die wollen wir so aufrechterhalten. Ich möchte vielleicht nur einen Punkt noch sagen, weil mir das ganz wichtig ist zum Thema Serviceorientierung, weil mir das auch vielleicht nur kurz auf die Diskussion eingeht. Das Verständnis dafür, also das eine ist der Teil sozusagen, wo ich sage, das ist Infrastruktur, aber das andere ist die Frage, wo ein Wettbewerb stattfinden will. Ich glaube schon, und das ist mir ganz wichtig, dass wir auch jetzt in den letzten Jahren massive Lernerfahrungen gemacht haben, gerade was dieses Thema Service betrifft. Ja. Und Service ist wirklich etwas, und da stehen wir auch sehr, jetzt sage ich mal, bewussten Kundinnen gegenüber, dass die ganz stark auch von uns verlangen, ja. Verlange ich im Übrigen auch, wenn ich in einen Zug einsteige, dann möchte ich, dass es dort sauber ist. Ich möchte gern, dass ich auch was zum Essen bekomme. Ich möchte aufs Klo gehen können. Ich möchte all diese Dinge sozusagen gerne auch entspannt machen können. Und das Gleiche möchten alle Menschen, die sich unseres Verkehrsmittels bedienen. Und ich möchte ein bisschen nur aufräumen mit dem Vorurteil, der Große kann, ist nicht so nah dran am Gefühl des Kunden oder der Kundin. Das glaube ich wirklich tatsächlich bei uns mitnichten. Also ich wundere mich immer, das muss ich ganz ehrlich sagen, also habe mich auch gewundert, wie ich in die Infrastruktur gekommen bin, schon wie ich im Aufsichtsrat der Infrastruktur war, wie oft ich dort das Wort Kunde und Kundin gehört habe. Also der Andreas wird mir sicher recht geben, das war, glaube ich, ein zentraler Kulturwandelprozess, glaube ich, den wir durchlaufen haben und der aber auch, und das ist jetzt auch egal, wenn ich es bei anderen Verkehrsunternehmen, bei großen sehe, schon ein wesentlicher Teil sozusagen natürlich auch des Lernens und der Interaktion ist. Und manche Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen, werden man nie anbieten können zu einem leistbaren Preis. Es wird so sein, bestimmte Services werde ich nicht anbieten können, dass sie sich rechnen und dass dort jeder einsteigt. Das ist im öffentlichen Verkehr tatsächlich ein ganz kritisches Thema. Welche Services meinen Sie da? Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, wir diskutieren ja irrsinnig oft über die Frage, dass ich dort zum Beispiel, also es gibt ein Projekt im ÖBB-Konzern, das heißt ÖBB 360 Grad, und man bietet natürlich diese Services an, nämlich Radfahren und Radausleihen und Autoausleihen, das ist alles gut. Aber wir haben, und das merke ich schon noch, bestimmte Dinge, die wir anbieten, wo ich sage, da zahlen nur bedingt sozusagen auch die Kundinnen mit. Wir diskutieren zum Beispiel jetzt ewig im Regulierungsverfahren, was ist eine Verkehrsstation? Brauche ich eine Rolltreppe? Ja, nein. Brauche ich einen Lift? Ja, nein. Soll sozusagen das EVU mitzahlen am Lift? Ja, nein. Natürlich kann ich sagen, eine Verkehrsstation ist schlicht und ergreifend der Bahnsteig und aus. Ja. Kann ich so machen, ja. Muss ich aber nicht, ja, weil dann ist es reduziert aufs Wesentliche, kann man schon auch sagen. Ist aber die Frage, wer zahlt das? Also wer zahlt diesen Teil von einer Infrastruktur, die eine Art von erleichtertem Zugang ist und die uns aber, und im Endeffekt müssen wir wettbewerbsfähig sein, Verzeihung, wenn ich das jetzt, mit der Straße. Das ist der Wettbewerb, den wir haben. Nämlich für den die Autofahrerin, ja, die gern einsteigen muss und vor allem natürlich jetzt im Sinne des Klimaschutzes für die Menschen, die ihre Güter befördern. Also. Oliver Schmierholz, Sie wollten noch
replizieren, glaube ich. Ja, es ist ein ganz spannender Aspekt, die Sie jetzt hier in die Diskussion noch eingebracht haben, denn es hat sich jetzt beim Zuhören für mich die Frage gestellt, ob die Liberalisierung der Schiene oder der Bahn überhaupt ein richtiger Weg war. Weil, weil es natürlich auch schwierig ist, wo ist die allgemeine Infrastruktur, wo hört sie auf, hört sie an der Bahnsteigkante auf oder nicht, oder geht sie bis zum Bistro im Bahnhofsgelände, und wo fängt quasi der liberalisierte Markt für die Personenbeförderung oder Güterbeförderung an? Und wenn man dann weiß, dass die angeblich privaten Bahnanbieter am Ende des Tages auch wieder halt in anderen öffentlichen Eigentum stehen, fühlt sich das Ganze natürlich etwas ad absurdum. Aber mir ist noch zur Kundenorientierung etwas eingefallen, und ich bin mir absolut bewusst, dass das ein großes Anliegen der ÖBB ist, die Kundenorientierung ständig zu verbessern. Aber dieses nationale Denken, das Sie vorher zu Recht kritisiert haben, auch was die unterschiedlichen Systeme und so betrifft, ist es in der ÖBB auch noch hörbar, wenn man am Hauptbahnhof zum Beispiel steht und eine Zugverspätung durchgegeben wird und immer betont wird, dass die Zugverspätung im Ausland stattgefunden hat. Aber und ein Thema zur Kundenorientierung noch, oder zur Neuhochdeutsch Customer Journey: Wenn man am Flughafen ankommt und zur Bahnstation geht und sieht, wie sich die Touristen dort an den Bahnautomaten verzweifelt in Schlange stehen, weil sie nicht wissen, was jetzt eine Kernzone ist, was ein Vor ist, was Wien Leasing oder Wien Mauer oder was auch immer ist, dann haben wir da, glaube ich, schon noch gemeinsam viel, wo wir verbessern können. Ich würde gerne nochmal zu den Rahmenbedingungen der Mobilitätswende kommen. Die gesellschaftliche Komponente: Was muss sich denn an unserem Verhalten als Individuen, also als private Personen verändern, und bei den Unternehmen, also zum Beispiel die letzte Meile, wie schaut es da aus, Vera Himmelmeier? Das haben Sie ja gründlich erforscht. Jetzt bei der Personenmobilität privat, eben glaube ich, dass es einfach ein Umdenken von uns braucht, einfach wissend auch, dass wir eine Verantwortung haben für die nächsten Generationen. Was jetzt die Gütermobilität betrifft, für die letzte Meile wird der LKW sehr schwer ersetzbar sein. Aber deshalb ist es halt gut, wenn man auf Intermodalität setzt. Da gibt es auch Lösungen. Und wenn wir das Bahnsystem effizienter gestalten können, dann kann es da auch ein großer Player sein. Also es ist jetzt, finde ich jetzt nicht so schlimm, dass der LKW auf der letzten Meile sehr effizient ist und sehr gut. Genau. Ja, glaube ich, ist im Personenverkehr sehr ähnlich. Natürlich auch die berühmte Last Mile ist etwas, das wir werden nicht die Bahn in jede Kleinstadt oder in jede Gemeinde Österreichs bauen können. Und im Gegenteil, sie wurde ja leider sogar in den letzten Jahrzehnten bis vor einiger Zeit sogar rückgebaut oder stillgelegt teilweise. Also wir werden eine Anschlussmobilität benötigen, die Menschen auch bereit sind anzunehmen. Da gehört natürlich Convenience dazu, und wir haben hier auch versucht herauszufinden, wo sozusagen der Triggerpunkt ist, ab wann Menschen oder bis wohin Leute bereit werden in ihrer Alltagsmobilität. Freizeitmobilität ist nochmal was anderes, aber der Großteil ist Alltagsmobilität, bereit werden umzusteigen, und hier hat sich herausgestellt, dass so in etwa 20 Minuten für den Arbeitsweg die Mehrzeit ist, die Menschen bereit sind, durchaus in Kauf zu nehmen, um von der klassischen Automobilität hin zu einer Multimodalität umzusteigen. Und wenn wir das schaffen, und das nicht die Schiene alleine, sondern in der multimodalen Kette, wenn wir da mehr und mehr schaffen, dann glaube ich, ist das etwas, wo man mehr und mehr Menschen dazu bringen. Mhm. Silvia Angelo. Finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Ich möchte nur ganz kurz vielleicht noch etwas sagen. Die Bahn ist natürlich ein Massenverkehrsmittel. Das muss man einfach sagen. Und wir haben, und das darf man auch nicht vergessen, ja auch in unserem Konzern den Postbus. Und der befördert eigentlich quasi genauso viel Fahrgäste wie die Bahn. Das möchte ich jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, weil es ist natürlich ein
teures Massenverkehrsmittel und ich muss mir wirklich überlegen, sozusagen für manche Strecken, was ist das adäquate öffentliche Verkehrsmittel, das ich dort jetzt einfach vom Mitteleinsatz einfach auch anbieten kann. Wir schauen uns das immer ganz genau an, wir schauen uns natürlich an, wie entwickeln sich die Bevölkerung, wie entwickeln sich sozusagen auch die Pendlerinnenströme entlang bestimmter Strecken und wie viele Ein- und Aussteigerinnen habe ich dort. Und es ist tatsächlich schon auch ein gewisser Luxus, das muss man sagen, wenn man für wenige Menschen ein Massenverkehrsmittel sozusagen fahren lässt, wenn es Alternativen gibt, die auch umweltschonend sind und die adäquat sind. Ja, da ist mir aber vollkommen bewusst, da muss es dann auch eine Verlässlichkeit geben, es muss, Sie haben jetzt 20 Minuten erwähnt, wir hören auch oft, es ist natürlich die Frage, wie oft steht das zur Verfügung, also nicht nur, wie viel brauche ich mehr, sondern wenn etwas zweimal am Tag fährt, ist es weniger interessant, wie wenn etwas mit einer häufigen Taktung fährt. Also solche Themen, glaube ich, muss man sich sehr genau anschauen und dann eben, wie gesagt, die viel zitierte erste, letzte Meile. Ich glaube, auf den Hauptstrecken ist das alles wunderbar bewältigt und mit den geplanten Taktverdichtungen und so wird das alles noch besser angenommen werden. Ich glaube, dass die Buslinien, die Sie angesprochen haben, am Land auch nicht der Weisheit letzter Schluss sein werden, denn auch ein Bus ist ein vergleichsweise großes, also kleiner als eine Bahn, aber noch immer relativ großes Gefäß. Und das fährt halt auch nach einem Fahrplan und man weiß es ja, dass das halt oft in der Morgenspitze durch die Schüler voll ist, tagsüber dann, wenn er überhaupt fährt, eher leer ist und dann am Nachmittag vielleicht noch einmal gut gefühlt ist. Und da, glaube ich, haben wir gemeinsam die Chance, über sogenannte Mikro-EV-Lösungen hier den ländlichen Raum effizienter zu erschließen, als wir es mit den großen Autobussen können. Wie könnten diese Lösungen ausschauen? Kleinere Einheiten, also früher hat man es da Anrufsammeltags oder so genannt, das ist natürlich fürchterlich angestaubt und sagt keiner mehr, aber On-Demand-ÖV oder Mikro-ÖV sind natürlich spannende, moderne Ausdrücke für eigentlich das Gleiche, vielleicht halt ein bisschen mit einer digitalen Steuerung, in Zukunft hoffentlich mit CO2-freien Antrieben natürlich und damit kann man natürlich schon sehr viel verbessern. Aber wenn es das eh schon gab und es nicht so wahnsinnig gut funktioniert hat, warum soll es dann mit einem neuen Namen besser funktionieren? Ja, ich glaube, früher sind die Menschen auch nicht so gerne in den Zug eingestiegen, wie sie es heute tun. Also ich glaube schon, dass wir in Summe eine Verhaltensänderung und auch eine Serviceverbesserung haben. Ich möchte jetzt nicht, weil Sie den Postbus genannt haben, ich möchte jetzt nicht den Flixbus da jetzt zu sehr promoten, aber der hat es auch geschafft, sogar Busfahren etwas angenehmer oder attraktiver zu machen, das ist vielleicht der Vorweis. Ich glaube schon, dass wir das schaffen. Bitte? Aber nicht mit dem Service, oder? Nein, aber zumindest, Sie haben mit einem sehr banalen Angebot mit dem, damals doch versucht oder geschafft, einige Leute auf den Bus zu bekommen. Leider wahrscheinlich eher zu Lasten der Bahn als zu Lasten von Individualverkehr, muss man ganz ehrlich sagen. Bevor ich Sie noch einmal ganz herzlich einladen möchte, unsere Diskussion mit Ihren Fragen, Inputs und Kommentaren zu bereichern, möchte ich noch ein Thema ansprechen. Sie haben es schon angesprochen eigentlich. Wenn wir schon an der WU sind, dann wollen wir auch über das Geld reden. Dieselprivileg ist vorhin gefallen. Wie sollen wir in Zukunft damit umgehen, frage ich jetzt einmal in die Runde. Ich glaube, da war eine gute Antwort schon im Raum. Also das ist tatsächlich sozusagen natürlich für uns ein Thema, weil wir sagen, das sind, ich habe es jetzt Preisverzerrungen genannt, das sind tatsächlich natürlich Sachen, wo ich sage, da ist keine Kostenwahrheit da. Also das kann sich nicht ausgehen, wenn ich das eine sozusagen unterstütze und sage, das ist dann für den Güterverkehr sozusagen. Und das, darum geht es genauso, wie Sie gesagt haben, es geht im Wesentlichen natürlich um den Güterverkehr. Also für uns ist das ein ganz kritischer Punkt. Das heißt, was werden Sie in dieser Hinsicht machen? Bei jeder Gelegenheit äußern, dass ich glaube, dass man umdenken sollte in dieser Frage. Also das ist jetzt sozusagen meine Rolle natürlich als im Unternehmen. Ja, kann ich mich nur anschließen. Ich habe mich eh schon zwei Schritte vorgewagt in meinem ersten Statement, dass wir auch der Meinung sind, dass das Dieselprivileg in der heutigen Zeit eigentlich schon anachronistisch ist und ein Entfall davon wird nicht unsere Probleme lösen, aber es wäre zumindest ein Schritt in Richtung einer Kostenwahrheit. Die CO2-Bepreisung ist auch gefallen. Welche Effekte erwarten Sie, was jetzt Mobilität betrifft?
Ich glaube, wir haben im Moment zwei große Effekte, die wir sehen werden, sicher mit einem vergünstigten Angebot mit dem Klimaticket. Das ist ganz klar sicher. Also ich meine, wenn wir sozusagen den öffentlichen Verkehr günstig anbieten, dann ist das sicher ein Effekt, mit dem wir rechnen. Und die CO2-Bepreisung gilt es abzuwarten. Ich glaube, da haben wir uns ja auch schon entsprechend positioniert, dass wir sagen, klarerweise wären wir für eine höhere CO2-Bepreisung, weil das unserem Geschäftsmodell irgendwie entsprechen würde. Die Frage ist halt auch natürlich, und ich denke, das ist aber eine politisch zu klärende, wie man sozusagen diese dann auch das quasi zu kompensiert und wie man das auch jetzt natürlich auch für Menschen, die vielleicht wenig Möglichkeiten haben, dem auszukommen, das kompensieren kann. Aber in klarer Weise für uns, ich werde immer sagen, das, wo wir als Verkehrsträger strukturell benachteiligt werden, also wenn ich über diese Marktmechanismen rede, dann muss ich natürlich auch die aufzeigen, wo wir strukturell benachteiligt werden, und die liegen auf der Hand. Ja, also Klimaticket finde ich gut, dass es jetzt wirklich ein Ticket gibt, mit dem man so flexibel fahren kann. Man muss dann einfach evaluieren und schauen, also vielleicht kann man es teurer machen, vielleicht kann man es billiger machen, je nachdem, wie die Kunden darauf anspringen. Dann die CO2-Preisung sind sich halt die Kritik von den Experten ist, dass es noch keinen Lenkungseffekt haben wird, und das wird sich dann auch zeigen, ob das so ist. Ja, also die CO2-Bepreisung, wie gesagt, es ist ein Schritt. Es ist, was uns schon auch wichtig ist, immer zu betonen, es ist nicht erstmalig, dass CO2 einen Preis bekommt. CO2 hat im Zuge der eh schon erwähnten Mineralölsteuer schon lange einen Preis in Österreich, und die letzte Erhöhung im Jahr 2011 war dezidiert als eine CO2-Abgabe schon deklariert damals. Aber das ist, glaube ich, gar nicht die Frage, ob das jetzt umgerechnet auf den Liter 9 Cent oder 8 Cent sein werden in der ersten Stufe und dann in Folge vielleicht 20 oder 25 Cent sein werden. Das wird unserer Einschätzung nach nicht wirklich viel am Verhalten ändern. Die Verhaltensänderung wird dann stattfinden, wenn die Angebote da sind. Also wenn wir es wirklich schaffen, mehr, gerade im Berufsverkehr, mehr Angebote zu schaffen. Und das muss jetzt nicht immer nur der öffentliche Verkehr sein. Das geht auch Angebote, dass das Bilden von Fahrgemeinschaften, auch ein fürchterlich alter, angestaubter Begriff, ich weiß, aber das ist natürlich auch ein Thema. Ja? Wenn mit weniger Fahrzeugen mehr Personen transportiert werden können, dann ist das auch schon ein wesentlicher Beitrag. Ja? Und da kann natürlich ein höherer Spritpreis schon dazu beitragen, dass die Bereitschaft, vielleicht in so eine Fahrgemeinschaft zu gehen, steigt. Mhm. Wunderbar. Meine Damen und Herren, ich schaue ganz kurz in die Runde. Gibt es Fragen, Kommentare? Bitte schön. Darf ich Sie bitten, zum Mikrofon nach vorne zu kommen, beziehungsweise ich komme Ihnen ein bisschen entgegen. Bitte schön. Ja, meine Frage ist die, ich verstehe natürlich aus gegebenen Anlass, dass die ÖBB und die Bahn eine wichtige Rolle spielen als alternativer Verkehrsträger. Aber was ich vermisse bei der allgemeinen Diskussion, ist der Umstand, dass die Schifffahrt hier nicht erwähnt wird, die ja vor einigen Jahrzehnten noch ein ernstzunehmender alternativer Verkehrsträger gewesen wäre. Gibt es da Gründe dafür? Vielen herzlichen Dank. Gerne. Ja, wie schaut es aus mit der Schifffahrt? Donau, komm. Da gibt es Gründe. Was sind das für Gründe? Okay. Gibt es da noch was zu ergänzen dazu? Ich glaube, im Personenverkehr spielt es eine untergeordnete Rolle. Im Güterverkehr, das ist nicht mein Metier, denke ich schon, dass sie eine Rolle spielt. Ich denke mal, dass die Schiene da schon flexibler ist, weil es einfach mehr Infrastruktur gibt und mehr. Das Schienennetz ist viel größer. Also man kann viel mehr Waren zu unterschiedlichsten Punkten transportieren. Mhm. Aber also, wo es bei uns eine Rolle spielt, ist sicher bei der Frage sozusagen Häfen. Ja, aber nachdem wir das außerhalb von Europa, von Österreich haben, ist das natürlich ein Thema, wo ich sage, da geht es eher jetzt wieder, wie gesagt, um den Güterverkehr und um die Frage von Hubs und wie wir zu den Häfen kommen. Weil da findet natürlich der Transport statt, das ist klar. Ja. Und es gibt ja auch die Verbindungen zu den Häfen von der Bahn, also die Shuttle. Die man noch besser machen könnte, okay. Glaube ich, die ganz wesentlich sind. Also wenn ich vor allem an unsere an die nähere Umgebung denke. Mhm. Vielen Dank für die Frage. Gibt es noch irgendeine Wortmeldung? Wenn nicht, dann sage ich nochmal herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die Diskussion. Auch Ihnen vielen herzlichen Dank fürs Mitdiskutieren. Und das Schlusswort hat natürlich die Frau Rektorin.
Ja, dann bleibt mir noch sozusagen, mich noch einmal sehr herzlich zu bedanken bei allen Gästen, bei dir, liebe Silvia, bei der sehr interessanten Diskussion. Wir werden jetzt zum Abschluss noch ein kleines Musikstück hören und dann darf ich Sie alle sehr herzlich zu einem Empfang in unser wunderbares Forum einladen. Dankeschön. Ja, also Frau Angelou, wir gratulieren natürlich herzlich zur Jugendmanagerin des Jahres und unser nächstes und letztes Lied wollten wir Ihnen deshalb auch widmen und da haben wir ein bisschen überlegt, wo können wir irgendwie in Bezug zur ÖBB herstellen und dann haben wir sind wir drauf gekommen auf Voyage, Voyage von Desireless. Also ich hoffe, das Lied gefällt Ihnen und dass Sie und natürlich alle anderen auch einen schönen Abend hatten. Au-dessus des vieux volcans, glisse tes ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vents d'Espagne en plus d'Équateur. Voyage, voyage, vole dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales, regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Au-dessus des capitales, des idées fatales, regarde l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, et jamais ne reviens. Voyage, voyage. Vielen, vielen Dank.